So, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Ihr seht schon, wir spielen Virginia. Es ist eine Kriminalgeschichte. Ich glaube, es gibt Rätsel. Ich bin mir nicht ganz sicher. Was ich weiß, ist, dass die Figuren, glaube ich, nicht sprechen. Beziehungsweise die sprechen schon, aber wir hören es nicht. Was es dann doch schon ein bisschen schwieriger macht und auch ein bisschen mehr Interpretationsspielraum. Ne, ihr wisst Bescheid. Geschichte fortsetzen. Ja, ich hatte eben mal kurz geguckt wegen dem Ton, ob das so passt. Ach, guck mal, wir können hier einfach jedes Kapitel auswählen. Okay. Raststätte. Oh Gott, das ist ja doch ganz umfangreich. Was zur Leute? Was ist denn? Ach, guck mal da. So, 1 bis 6. Ich glaube, wir fangen noch einmal. Also nicht noch einmal, sondern wir fangen einmal ganz vorne an. Und ich würde sagen, ich wünsche euch viel Spaß. Was? Wenn du zu einem Kapitel springst, werden alle bis dahin gemachten Fortschritt. Ja, ist ja egal. Ich habe ja sowieso noch nicht. So, und mit dieser gerade gesehenen Schlüsselszene, verstehst du? Ha! Nein, ja, und damit noch einmal herzlich willkommen zu diesem, ich habe eigentlich gedacht, kleinem Let's Play, aber es hat ja doch schon sehr viele Kapitel. Ich bin ein wenig gespannt, wie lange es gehen wird. Ja,
Worum geht's? Es geht um uns. Wir sind FBI-Agentin. Ich sag mal Anne, weil es ist ja ein englisches bzw. amerikanisches Spiel, Anne Tarver. Wir müssen irgendeinen kriminalistischen Fall aufklären. Ja, und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, bevor wir jetzt die ganze Zeit nur rumlabern. So. Ja gut, das weiß ich halt schon hier mit der Tasche, ne? Sonst können wir hier nichts machen. Wir können halt nur unsere Tasche aufmachen. Und ich finde, wir sehen ein wenig nervös aus. Wir haben gerade sehr stark geatmet. Sehr stark und schnell. Wir sind nervös. Wir haben uns, warum auch immer, schick gemacht. Wir wollen. Hallo? Och Gott! Moment, es tut mir leid. Ich muss einmal kurz. Einstellung. Kann man hier. Da wollte ich hin. Bewegungsempfindlichkeit. Das. So. Speichert er automatisch? Hat er das jetzt? Das hat er jetzt gespeichert, oder? Hallo? Naja, ja. So, mal gucken. Was? Wir haben nicht abgeschlossen? Oh schön, wo sind wir denn? NCABC Lyerson? Hallo? Wir haben Beine. Das ist der Wahnsinn. Aha, schöne Bilder. Das ist. Ja, das finde ich sehr. Training Room. Okay. Können wir rennen? Wir können nicht rennen, wir können gar nichts machen. Was haben wir denn hier? Auch ein Schulungsraum, Training Room. Büro? Wo sind wir hier? So, nach den Räumen würde ich auf eine Schule schließen, aber das. Was? Phase 4? Verwaltung, Saal. Technik. Können wir hier rein? Nö, ne? Nö. Oh Gott! Geht's jetzt direkt in die Hölle? Alter. Oh. Ich kann nichts mehr machen. Doch, ich kann mich umgucken. Wow. Und nach vorne klicken. Alles klar. Okay, ich muss gestehen, jetzt werde ich aber auch nervös. Ich weiß nicht, was uns erwartet. Ma'am? Okay, los geht's. Nein, 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 nein. Komm, Kind, geh. Ein Platz ist noch frei. Applaus. Secret for President. Guten Tag, Mr. Schnurrbart Schneuzer. Sie haben sehr, sehr kantige Finger, mein Herr. Oh Gott. Gedämpfter Herzschlagmesser? Was ist hier? Bin ich eingeschlafen? Sind die Leute schon alle weg? Aber ich habe doch meine Rede vorbereitet. Nein! Was soll's? Spielt das. Warum wird das abgespielt? Hä? Nein, ich wollte doch noch in die andere Tür. Wir können uns schon wieder nicht bewegen. Wir können nur die Tür aufmachen. Ah, okay. Wir sind zu Hause. Wir sind anscheinend gerade erst eingezogen, würde ich sagen. Oh, Licht anmachen irgendwie? Nein? Gut, machen wir kein Licht an. Warum auch?
Kühlschrank. Oh nein, wir haben nach dem langen Tag keinen Hunger. Wir hatten schon Chinesisch gestern und vorgestern und davor den Tag. Wir haben halt keine Zeit zu kochen. So ist es nun mal beim FBI. So, hier können wir. Hier ist auch. Nein? Nein? Okay, nichts. Gut, ja, wie gesagt, es stehen schon sehr viele Kartons rum. Also, ich schätze mal, dass wir erst kürzlich eingezogen sind. In dieses wunderschöne Zwei-Zimmer-Apartment. Haben wir keine Toilette? Ah, Amerika ist bestimmt neben dem Schlafzimmer. Wahrscheinlich da hinten. Wer liegt da in unserem Bett? Hallo? Hallo? Moment. Moment, was zur Hölle? Radiowecker, Alarm. Oh, weg mit dieser Kacke hier. Alter. Ist ja schrecklich. Gut. Soweit, so gut. Den Wecker hätten wir überlebt. Mal pinkeln gehen. Und er. Oder auch nicht. Ach so, wir haben noch ein bisschen weiter geschlafen. Ja, gut. 5:30 Uhr hätten wir aufstehen müssen. Und wir haben jetzt 6:30 Uhr, kann das sein? Ich kann da nicht so wirklich etwas drauf erkennen. Scheiße. Ich muss unbedingt zum Augenarzt. Ich glaube, es ist 6:30 Uhr. Wir haben eine Stunde länger geschlafen, als wir sollten bzw. wollten. Gut, wollen wir mal gucken. Wo ist denn unser. Ach so, da. Oh, Oh, die haben auch noch Klopapier. Oh, jetzt weiß ich, wo ich das nächste Mal Urlaube. Müde, das ist wohl. Moment. Moment. So, den Ausweis mitnehmen. Wie gesagt, wir sind die gute Anne. Den Schlippenlift. Quatsch, brauchen wir nicht. Weg damit. Wir holen uns gleich einen neuen, der war ein bisschen älter schon. Da haben wir gestern reingeschwitzt bei der Prüfung, vor der Prüfung. Warum ist die Tür zu? Wir wohnen doch alleine. Da kann man seine morgendlichen Geschäfte doch auch bei offener Tür veranstalten. Ich meine, durch das Fenster kann jetzt nicht unbedingt wer reingucken. Warte mal, da lag doch dieses. Das liegt jetzt nicht. Ach, warte mal, das war eine Halskette, ne? Haben wir eine Kette um? Fach, das doch. Okay. Okay, ganz ruhig. Weiter geht's. Ja, erstmal gefrühstückt. Hier hat auch noch keiner weiter ausgepackt. Ist eine faule Bande hier. Ist eine faule Bande. So. Ja, wir können immer noch nichts. Bisschen zocken oder so? Nein? Gut. Bisschen Frühstück oder so? Hier ein paar Reste, ein bisschen Limo oder. Na, Frühstück ist anscheinend nicht so unser Ding. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal eine rauchen. Hier ist das Exit. Sir, Ihr Taxameter ist nicht an und Ihr Rückspiegel ist. Anscheinend mit Panzertape verklebt, warum auch immer. Montag, erster Tag. Alles klar, das Ding habe ich eben gesucht. Das lag auf dem Nachttisch. Ein abgebrochener Schlüssel. Entschuldigung, ich habe nicht gepupst. Ich kann auch raus. Kann ich noch woanders hinfahren? Das kann ich nicht. Diese netten Herren hier sollten sich vielleicht mal einen Blaufilter auf den Bildschirm legen. Denn wie wir wissen, ist blaues Licht
von Bildschirmen, sei es PCs, seien es Fernseher, seien es Smartphones, schädlich für die Augen. So, was haben wir hier? Gar nichts, gut. Kann ich irgendwo gucken, ob wir etwas zu tun haben? Nein, kann ich nicht. Uns wird nichts angezeigt. Aha, Diskette 8.92 war das. Naja, da waren, glaube ich, Disketten auch noch ein bisschen aktuell. Ein bisschen. Ich weiß es nicht, da war ich noch nicht da. 92. Aber anscheinend, wenn das FBI 92 noch Disketten benutzt hat, wird das ja wohl nicht ganz so unaktuell gewesen sein. So, rennen kann ich immer noch nicht. Leider Gottes. Hier können wir auch nicht rein. Ich will da rein. Ich will hier mal aus dem Fenster. Okay. Wir haben anscheinend zugenommen, weil wir nicht gefrühstückt haben. Gut, da können wir auch nicht rein. Können wir... Das ist, glaube ich, George, ne? So, George. Mit George können wir nicht interagieren. Der ist voll in seinem Element. Voll in seiner Arbeit. Ach ja. Herrlich. Wir sind alle hier doch schon sehr motiviert, an diesem doch relativ sonnigen Montag. Ja gut, muss ja jeder selber wissen. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir nochmal so ein kleines Büro. Hier sitzt auch ein kleiner George. Ich gehe jetzt einfach mal ganz stark davon aus, dass wir hier rein müssen. Das sieht aus wie ein größeres Büro. In der Tat. Ah, hallo. 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 Aha. Ja, solche Dinger kann ich mir auch an der Wand hängen. Super. Super. Damit werde ich mich jetzt demnächst bei der Polizei bewerben. So, haben Sie jetzt? Können Sie... Nein? Soll ich Ihnen kurz helfen? Dass man... Sie wissen aber schon, dass da... Das... Ach, es hat sowieso keinen Sinn. So, was haben wir hier? Büro des stellvertretenden Direktors. Ich wusste, es ist doch eine Schule. Ah. So, was haben wir? Oh, so eine Globus-Bar. Sowas will ich auch noch haben. Sowas will ich haben. Das finde ich cool. Das finde ich cool. Aber die sind halt schweineteuer, wenn die aus Echtholz sind und handgemacht, ne? Cord McCarran. Der gute Cord. Was machst du da? Ich würde... Machst du die auch gleich aus? Weil ich wollte jetzt eigentlich... Ach, wir können uns hinsetzen. Aua. Ah. Ah, 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 ah. Keiner gehört. Ja, voll freundlich. FBI interne Ermittlungen. So, was haben wir da? Special Agent... Was? Die Ziele dieser Untersuchung werden zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt gegeben. Auf Anweisung... Kann ich mir das zu Hause wenigstens nochmal durchlesen? Aufzug klingelt. Ja, mach auf. Hallo? Ah, alles klar. Es gibt keine Fenster. Und hier sieht es dann doch schon etwas mehr nach Schule aus. So, was ist das hier? Gästebuch? Nein? Okay. Ich schätze, wir müssen in die andere Richtung immer dem Flur nach. Denn hier können wir nichts machen. Gut. Ich glaube, dieses Spiel erzeugt die Stimmung größtenteils mit musikalischer Untermalung, ne? Da nicht gesprochen wird. Ja, nein, okay. Huch! Was ist da passiert? Es geht noch weiter hinab. Junge! Aber ich würde sagen,
Die nächsten Stockwerke in den Keller werden wir erst in der nächsten Folge erkunden. Ich bedanke mich herzlichst, ne, fürs Zuschauen. Wenn ihr wollt, könnt ihr mich auch gerne ein bisschen supporten. Wie gesagt, mit Kommentaren oder Likes oder einem Abo. Das würde mir auf jeden Fall mega helfen. Und ja, mehr habe ich jetzt nicht zu sagen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.